Hey Leute, ich bin der Bruger und heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ihr könnt es alle lesen und habt es wahrscheinlich schon erwartet. Es ist nämlich Bioshock Teil 2. Den ersten Teil habe ich vor kurzem beendet und jetzt geht es direkt weiter mit dem zweiten Teil. Ganz kurz etwas zur Geschichte, nur um Klarheit zu schaffen, weil ich habe da schon einige Spekulationen gelesen, die ich aber ein bisschen entkräften muss. Und zwar, in Teil 2 spielen wir keine der bekannten Personen. Wir spielen nämlich Delta, einen der ersten Big Daddies. Und das Spiel findet auch 8 Jahre nach dem ersten Teil statt. Und wir sind nicht dieser Jack, den wir im ersten Teil spielten. Um was es genau geht, werden wir im Laufe des Spiels erfahren. Ich werde natürlich immer meine Meinung dazu abgeben. Ich habe das auch erst einmal durchgespielt, damals, als es erschienen ist. Na gut, es war 2010. So lang ist das jetzt auch nicht her, aber trotzdem. Ich fange ein neues Spiel an, natürlich auch schwer, weil wir sind ja Experten. Ne, das wisst ihr alle. Egal. Es geht los und ich freue mich schon wie ein Schnitzel. Diese Musik. Ach, ist es nicht schön. Ja, ich werde aber weitermachen, denn wir wollen ja was vom Spiel sehen. 1958. Unter dem Atlantischen Ozean. Also 2 Jahre vor Bioshock 1. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Zehn Jahre später. Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe.
Ja, Leute, ganz kurz. Ich muss was dazu sagen. Diese Dame, die wir gesehen haben eben, das war Lamp, Sophia Lamp. Und das ist die neue Herrin von Rapture, wenn man so will. Denn Ryan ist ja nicht mehr, den hat ja Jack, unser Protagonist, in Teil 1 erledigt. Aber es ist noch nicht vorbei. Rapture wird noch immer bevölkert von verrückten Splicern und anderen Größenwahnsinnigen. Und wir sind wieder zum Leben erwacht. Warum? Das werden wir im Laufe des Spiels noch erfahren. Aber was man gleich merkt, die Grafik ist um einiges schöner als noch in Teil 1. Vor allem, wenn ich mir nur die Animationen und überhaupt die Gestalten der Little Sisters ansehe. Eleanor war übrigens eine der ersten Little Sisters und unsere Little Sister. Was uns ja miteinander verbindet. Oh, seht mal. Die gelben Augen, die kennen wir auch noch. Und Tennenbaum ist uns natürlich auch ein Begriff. Aber das werden wir alles noch sehen. So, ich mache mir erstmal ein bisschen Platz hier. Das ist übrigens unsere Hauptwaffe, ein Bohrer. Wie es nun mal ist für so einen Bouncer Big Daddy. Oh, habt ihr es gesehen? Da lief eben schon wieder einer. Das war die neue Art von Gegner, auf die wir treffen werden, aber dazu sage ich jetzt mal nichts. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Man könnte nämlich annehmen, als Big Daddy haben wir nichts zu fürchten. Doch haben wir, in der Tat. Mehr als eine Sache. Achtung, Arbeiter! Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Das Wasser sieht mal wieder genial aus. Eines der großen, ja, Themen hier in Bioshock. Könnt ihr euch natürlich vorstellen. Wir sind immer noch unter dem Ozean. Oh oh. Mir kratzen so viele ab. Da lohnt es sich gar nicht. Ah, stirb, stirb, stirb. Ja. Und bevor jemand fragt, ja, es ist die Uncut-Version. Das habe ich in Teil 1 bestimmt oft genug gesagt. Ich weiß nicht, wie oft, deswegen brauche ich da keine Zahlen nennen. Aber ihr wisst ja, die Leute, die sich das angeschaut haben. Es ist Uncut. Und das kennen wir auch noch. In Gatherer's Garden, Leute. Ja, da konnten wir in Teil 1 unsere Plasmide tauschen. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, auch wenn wir es auch schwer spielen, es wird sehr schnell einfach, das Spiel. Ist leider nur mal so. Das war ja in Teil 1 nicht anders. Was steht da? Einheit und Metamorphose. Ja, das ist übrigens auch Lamps Symbol. Ein Schmetterling. Lamp sieht alles. Ich möchte ganz kurz noch was einstellen, bevor mir das auf die Nerven geht. Und euch wahrscheinlich auch. Spieloptionen. Adaptives Training. Machen wir aus. Die Vita Chambers möchte ich auch anlassen. Also das sind diese Kammern, die uns wiederbeleben. Weil, ich könnte es mir eigentlich noch schwerer machen, aber naja. Das ist nämlich dann die Option, dass wir ganz sterben, wenn wir sterben und nicht wiederbelebt werden. Aber ich lasse es mal so. Das wäre ein bisschen nervig sonst, wenn ich an- und laden und speichern müsste. So kann ich mir das Speichern nämlich sparen. Vater! Eleanor. Hop-up-Cola. Lecker. Was anfangs noch so ein bisschen stört, finde ich, ist, dass man diese Konturen des Helmes sieht. Seht ihr? In den Ecken überall. Das ist aber wirklich nur am Anfang, glaubt mir. Ich find's total geil. Elektrobolt, aha. Das kennen wir auch noch. Das erste, was wir in Teil 1 bekommen haben. Geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Oh Mann. Ja, die nette Person eben. Und ich meine nicht die Little Sister, die werden wir noch kennenlernen. Du siehst ja knusprig aus.
Was übrigens neu ist, wir können jetzt gleichzeitig ein Plasmid und eine Waffe benutzen. Ist das nicht geil? Das war nämlich im ersten Teil nicht so, da mussten wir immer hin und her wechseln und das war manchmal ganz schön stressig, will ich sagen. Boah. Lecker, lecker, lecker. Auf jeden Fall mit dem Plasmid können wir jetzt diese Tür hier öffnen, das kennt ihr ja auch noch von den Hebeln aus dem ersten Teil. Du lebst doch noch. Nee, okay. So, machen wir erstmal die Tür auf. Der Bohrer kann übrigens eine sehr schöne Waffe werden. Oh, seht mal, wir haben da einen Code. Wo habe ich den denn gefunden? Egal. Wenn man den Bohrer richtig einsetzt, dann wird er eine der stärksten Waffen, so wie es eigentlich auch der Schraubenschlüssel wurde im ersten Teil. Aber, naja, ich denke mal, ich werde mich hier auf die Schusswaffen verlassen. Fitness. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonica raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Irrspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen. Auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Brain Booster, ja, ja. Ihr habt zumindest gesehen, wir benutzen automatisch diese Eve-Spritzen. Wie mit einem Autoinjektor. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Eieiei, Tannenbaum ist ja richtig hübsch. Habt ihr das gesehen, das Bild? Im ersten Teil sahen die Figuren zugegebenermaßen ein bisschen komisch aus. Aber hier ist es doch schon sehr, sehr grafisch hübsch. Viel hübscher als noch im ersten Teil. Kann man nicht sagen. Ah, da haben wir wieder was. An meine Tochter. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei. Als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Mhm. Ja, Eleanor Lambs. Eleanor. Sophia Lambs. Jetzt habe ich das verwechselt. Ja. Ihre Absicht ist es übrigens, den Egoismus abzuschaffen, also so eine Art Extrembuddhismus zu schaffen. Ich weiß ja auch nicht genau, was sie damit bezweckt, aber die sind hier alle ein bisschen größenwahnsinnig. Ich habe seit Wochen kein Adam mehr gehabt. Ja, das ist Pech, jetzt kriegst du gar keins mehr. Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Mhm. Ist gut, Mama. Rückkehr. Ich bin wieder in Rapture. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Ach ja, sie hat doch ein gutes Herz. Oh, seht mal. Eine Nietenpistole, ja. Na, Kumpel. Und... Oh, seht mal ihre Füße, ihre Beine. Alter, siehst du aus. Ja, die Nietenpistole, das ist sowas wie unser normaler Colt, den wir hatten in Teil 1, aber ich finde sie jetzt nicht so toll. Es gibt natürlich wieder diese Upgrade-Stationen. Ich werde schauen, dass ich mir sie alle kralle.
Ist ja sehr zu empfehlen, dass man die Dinger alle mitnimmt. Ja, ist ja gut. Ich habe doch die Tipps ausgeschaltet. Mann. Kann ich mir schon denken, Mensch. Oh oh. Tauchkugel-Andockstation. Was haben wir denn hier? Sie nennen es Rapture. Ich hab's mit knapper Not lebend hier runtergeschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab es Lichter und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasle dummes Zeug, aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lam finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Wer auch immer dieser Meltzer ist, von ihm hören wir vielleicht auch noch was. Oh Mann. Oh, stirb du. Blödes Vieh. Stirb, stirb, stirb. Oh. Alter Verwalter. Die halten aber ganz schön was aus, du. Oh, ho, ho, ho. Au. Weg mit dir. Sag mal, was hat die... Das ist ja nicht normal, was die aushält. Aber sie ist geflüchtet, beziehungsweise hat uns nochmal leben lassen. Hier spricht Dr. Sophia. Oh Mann. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Ihr habt es gehört, Lamp hält wohl nicht so viel von Big Daddies, seitdem dieser Vorfall mit Delta war. Ich weiß ja auch nicht warum. Und deswegen hat sie jetzt Big Sisters eingesetzt. Ja. Und ihr habt gesehen, die sind um einiges schneller und agiler als wir. Was steht das denn? Werbung für Adonis Luxury Resort. Aha. Vor denen sollte man sich wirklich in Acht nehmen, weil die sind nicht von der netten Sorte. Da werde ich auch später noch ein paar Problemchen gegen die kriegen. Kann ich mir denken. Oh, Vitamine. Was es hier alles so gibt. Bohrertreibstoff. Und ihr habt gesehen, ich richte so gut wie gar nichts gegen sie aus. Das müssen wir schnellstmöglich ändern. Ist hier noch was? Nein. Aber hier wäre eine Vita-Chamber gewesen. Von daher... hätte sie wohl im Endeffekt doch verloren, die Arme. Fehlgeleitete Wesen wahrscheinlich. Ja, hier sieht's sehr gut aus, ne? Alles am Einstürzen. Wow. Oh, Verbandskasten. Wenn die Musik nicht so genial wäre, hätte ich jetzt ein bisschen Angst. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr alles. Wir werden im kalten Bauch des Ozeans wiedergeboren. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Hep. Oh Gott. Ja, ein Glück tragen wir einen Taucheranzug, nicht wahr? Sonst wäre das jetzt unser Ende gewesen. Ich will auch gar nicht wissen, wie meterdick diese Scheibe da eben war. Warte mal, es gibt hier öfter mal Secrets unter Wasser, aber die muss man natürlich erstmal finden. Ach so, was ich auch im ersten Teil ein bisschen immer zu bemängeln hatte, war das Hacken. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Wir hören uns erstmal das Tagebuch an.
Okay, Tagebuch. Letzter Eintrag. Lizzie und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Pleißen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lärm kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lärm. Torpedo! Ich werde versuchen... Ja, Lamp sagt nein. Oh, seht mal. Die greifen doch tatsächlich den Daddy an, die Wahnsinnigen. Ihr habt eh keine Chance, das wisst ihr, ihr verrückten Splicer. Egal. Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle... Oh, seht mal, da gibt's Fuel. Na gut. Eigentlich für meinen Bohrer, aber hier kann ich das nicht auffüllen, glaube ich. Egal. Ich werde hier mal einen Schnitt machen, Leute. Ja, ihr wisst Bescheid. Hat euch die Folge gefallen? Gebt doch gerne einen Daumen hoch darauf, wenn nicht einen Daumen runter. Lasst mir Kritik da, Verbesserungsvorschläge. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei BioShock 2.